Moin, ich bin Jacques Kraus. Ja, Luxcon ist für sich nicht so ein Fantastic Festival. Luxcon ist ein Science-Fiction-Fantasy-Festival. Nur aus sich dem amerikanischen Prinzip von einer Convention, wo ihn auf der einen Seite Interaktion wird zwischen den verschiedenen Fans, mehr auch Wanderern, Programmation, wo Leute vorstellen, was die große Passionen sind, etc. etc. Luxcon ist letztes Jahr 2014 für die erste Karriere aufgewickelt. Da hat noch eine relativ erfolgreiche Tabletop-Session am Jahr für drin. Also einfach schon aus sich so ein Hirngespinst seit 1995. Für die erste Luxcon am letzten Jahr war aus sich ein riesen Undrang. Wir hatten aus sich mit plus ou moins 500 Leute gerechnet. Die plus ou moins 500 Leute die waren noch schon samstags bis 4 Uhr da. Am Sonntag sind die noch mehr Leute gekommen, sodass wir noch ein, ja, 1500 Antrainer hatten über die ganze Liga. Das war natürlich bombastisch das für so ein Event. Für eine erste Feier war der Wort beweist, dass effektiv ein Demand da ist, für zu Lützburg eine Science Fiction Fantasy an Horror Convention zu halten. Naja, dieses Jahr haben wir als allererste mal einen Medien-Special-Gast, Milton Sirolamu, den die Leute vielleicht als Sirio Forel aus Game of Thrones kennen, den Schwertmeister, den dem Arya Stark demnächst aus sich sein Waterdancing beibringt. Den ist hier, den möchte ich interviewen, und er schreibt Autogrammen und möchte auch einen Workshop über sein Waterdancing festen. Dann haben wir als Literaturgast einerseits Daliette Baudard, die eine Science-Fiction- und Fantasy-Schriftstellerin ist, die von französisch-vietnamesischen Eltern zu New York auf Weltkommen aus Lutz Paris wohnt und aber Englisch Science-Fiction schreibt, an Fantasy. Und dann haben wir auch den Adrian Tchaikovsky da, der ist ein englischer Fantasy-Schriftsteller, den noch gerade in Shadows of the Abt-Serie fertig wird. Das sind 10 Bände, meine ich, die in der Zeit für 6 Jahre geschrieben haben. Und die fängt los und mit einer Parallelgeschichte schon Saga. Und dann natürlich alle gut die Gäste, die wir am lokalen Bereich schon oder auch am regionalen Bereich an unseren größten Fan, den Padar Ogilin, den letztes Jahr als Special Guest war, den ganz langfingsten Fritten Träger Fuchsbücken. Als anderer Programmpunkt haben wir dann auch noch unter anderem als Retro-Arcade, wo ich in allerhand alle Videospieler kann rumspielen. Wir haben das Jahr ein Konzert mit fantastischer Musik. Wir haben eine Bühne an einem Zelt gebaut, wo wir allerhand verschiedene Kampfkünste werden gesehen. Das geht über den mittelalterlichen Full Contact, über Lochkampf bis zum Lichtschwertkampf. Wir haben Samstag so ein Konzert mit fantastischer Musik. Wir haben wie immer den Cosplay-Konkurs sonntags mittags. Und ja, wir haben am großen Ganzen ein mehr großes Luxcon abgezogen, wie das nach dem letzten Jahr der Fall war. Den Datum ist den 20. oder 29. März 2015 zu Tating am Centre Culturel Schumfabrik.